Schon der erste Blick über Wilhelmsfeld zeigt, auf dieser Rondtour geht es eher beschaulich zu. Wer von der 3300 Einwohnergemeinde noch nichts gehört hat, hier liegt sie. Rund 33 Kilometer geht es von Mannheim aus in Richtung Osten. So, die Großstadt Mannheim haben wir jetzt hinter uns gelassen und wir können uns wirklich auf einen absoluten Kontrast einstellen. Denn einen so kleinen Ort wie Wilhelmsfeld haben wir auf der Rondtour noch nie besucht. Wir verschaffen uns einen ersten Überblick und treffen in der Hilsbachhalle die Gemeinderatsmitglieder Melanie Oberhofer und Stefan Lenz. Neben dem Jugendraum inklusive Tischkicker hat auch hier unter anderem die Flüchtlingshilfe Platz. Von innen hui, von außen naja. Es duftet bunt und riecht nach Farbe. Oder so ungefähr. Naja, nach Farbe riecht es noch nicht, wird es aber hier am Freiwilligen Tag, denn die Halle ist jetzt noch eher trist und grau. Aber das soll sich ändern. Sie soll zumindest wieder ein blütenstrahlendes Weiß bekommen, so in etwa wie ihr Hemd, Herr Lenz. Am 15. September, am Freiwilligen Tag, steht hier einiges an Arbeit. Genau, wir wollen als Gemeinde Wilhelmsfeld die Halle mit Freiwilligen streichen. Hintergrund ist, dass wir uns einfach von Haushaltsmitteln Probleme haben, die Halle professionell streichen zu lassen. Brauchen Sie denn noch helfende Hände hierfür? Das wäre gut. Wir haben zurzeit 6 bis 8 Anmeldungen und sicherlich die Urlaubszeit. Manche werden sich noch überlegen, aber es wäre gut, wir hätten noch ein paar mehr, weil es ist doch eine große Fläche, die wir insgesamt streichen müssen. Ja, und streichen, malen, das macht Spaß. Also kommen Sie ruhig gerne her und packen Sie fleißig mit an. Und wer am 15. September vielleicht nicht streichen, aber eher buddeln mag, der sollte zum wohl höchstgelegenen Sportplatz der Metropolregion kommen. Das Gelände der TSG Wilhelmsfeld ist schon jetzt ein Treffpunkt für Alt und Jung. Neben Tennisplätzen und Fußballfeld finden Familien hier zudem eine Kinderbetreuung. Und bald gibt's noch mehr sportliche Betätigungsmöglichkeiten. 120 Kids kicken hier momentan bei der TSG und ich wette, die kriegen das alle wahrscheinlich sehr viel besser hin als ich. Dieser Platz existiert ja auch schon seit 10 Jahren, also feiert momentan Jubiläum und das muss man sagen, ist ein absoluter Volltreffer. Und von dem einen kommen wir gleich zu einem anderen und damit meine ich nicht mal einen Elfmeter. Und sportlich geht es bei der TSG nicht nur auf dem Spielfeld zu, sondern auch abseits davon, insbesondere am 15. September. Klaus Hör, Sie haben sich einiges vorgenommen, was genau? Ja, wir haben gedacht, wir haben ein Projekt und zwar das Projekt Bewegungspark für Jung und Alt. Wird dann so sein, dass wir da vorne anfangen, machen verschiedene Stationen, insgesamt 10 Stück. Bis zum Biotop, dann hier nochmal weiter. Das sind dann so Stationen mit Rumpfbeugen, mit Armbeugen, was man so macht, Liegestütze. Und das ist geeignet für Jung und Alt. Wie sieht es mit helfenden Händen aus? Letzte Woche kam ein Anruf von der Firma SAS in Heidelberg. Und der hat gesagt zu mir, wir möchten gerne mit 20 Menschen mithelfen. Oh ja. Da haben wir gesagt, ganz toll und prima. Und da werden auch Kinder dabei sein. Und für die Kinder werden wir so machen, dass wir ein Betreuungsprogramm machen, dann mittags dann für die. Schön, also tolle Sache, aber es können sicherlich auch noch weitere kommen. Ja, sehr gern, weil ich will eigentlich nichts arbeiten. Ich möchte nur hier sein, zu gucken, dass gearbeitet wird. Alles klar, also sorgen Sie für Entspannung bei Herrn Hör und kommen Sie vorbei und helfen Sie. Ist klar, denn je mehr, desto besser. Und noch mehr von Wilhelmsfeld gibt es gleich. Wilhelmsfeld ist eigentlich ein Ort für Auspendler, heißt hier leben viele Menschen, die eher woanders arbeiten, aber andererseits sollten auch Touristen einen kleinen Abstecher hierher machen. Wer nicht mit dem Auto so wie wir unterwegs ist, sondern eher mit so etwas bewaffnet, einem Wanderstab, der kommt hier möglicherweise auch vorbei, denn der europäische Wanderweg E1, der von Schweden bis ans Mittelmeer führt, der macht auch hier quasi Station und deshalb wechseln wir jetzt das Schuhwerk von denen in die hier. Und direkt am Wanderweg E1 liegt der 41 Meter hohe Telčík-Turm. Gespendet von Walter Telčík ist das zum Teil von 40 Holzbalken getragene Bauwerk nicht nur ein Hin- bzw. Ausgucker. Ja, den Telčík-Turm hochwandern, das kann man recht problemlos, aber es geht auch sehr sportlich zu hier einmal im Jahr. Ja, das ist richtig. Wir haben jetzt einmal im Jahr das Telčík-Turmfest mit dem Firefighter Seron. Bedeutet Feuerwehrmänner komplett begleitet mit Atemschutz. Zeitlimit, die Treppe hoch, oben wird Zeit gemessen und es ist schon ganz ordentlich. 192 Stufen, wie schnell war der schnellste Läufer da bisher? Ich glaube 40 Sekunden. Feuerwehr? Ja, mit Feuerwehrmontur. Mit Atemschutz, komplette Montur. Ja. Respekt. Und am nächsten Tag ist dann für die Bevölkerung der Run, da sind sie auch flott unterwegs. Also da schlagen wir auch die, ich glaube dieses Jahr unter 30 Sekunden sogar. Na, das klingt eigentlich nach Herausforderung. 192 Stufen sind es bis zur Plattform, die wir aber gemütlich hochgehen. Von dort kann man bei guter Sicht den Taunus oder die Schwäbische Alb sehen. Deutlich näher ist da der Wilhelmsfelder Rizal-Park, benannt nach dem philippinischen Schriftsteller und Nationalhelden José Rizal. Er lebte im 19. Jahrhundert hier und spielte durch seine Werke eine große Rolle in der Unabhängigkeitsbewegung seines Landes.
Wird denn auch noch eine deutsch-philippinische Freundschaft hier in Wilhelmsfeld auch gelebt? Wir haben eine Partnerstadt, Calamba City. Aufgrund der Entfernung war es bis jetzt nicht möglich, dass wir auch einen richtigen Austausch machen, was wir auch mal angedacht haben. Aber zweimal im Jahr, am Geburtstag und Todestag von José Rizal, ist dieser Park hier voll mit philippinischen Gästen und auch mit deutschen Gästen, die an José Rizal erinnern. Und wir erinnern uns gerne an diesen Tag in Wilhelmsfeld. Mit tollen Eindrücken machen wir uns aus dem Staub.